Nehmen wir ein Beispiel mit Zahlen zuerst. 2 mal 2 ist 4, sollte klar sein. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, auch klar. 2 mal 2 mal 2 und nochmal mal 2 ist 16, könnte man ewig so weitermachen, aber je länger etwas wird, desto nerviger ist es ja, immer wieder die gleiche Zahl hinzuschreiben. Aber wenn man erkannt hat, immer wieder die gleiche Zahl multipliziert, da kann ich irgendetwas einfacher schreiben, nämlich 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Wie oft habe ich die 2 multipliziert? Insgesamt steht 5 mal die 2 da. In der Kurzschreibweise 2 hoch 5 ergibt 32. Genauso, als wenn ich alles einzeln in den Taschenrechner eingeben würde oder einzeln berechnen würde. Das gleiche Ergebnis kommt raus, wenn ich statt nebeneinander multipliziert die Zahl hingeschrieben habe, die Zahl hoch, wie oft sie hier steht. Nehmen wir direkt Buchstaben dazu, das ist ja eigentlich immer der größte Horror. A mal A, ich multipliziere das Gleiche, es steht zweimal da, also A hoch 2 in der einfachen Schreibweise. Entsprechend multipliziert das A, es steht dreimal da, A hoch 3. Multipliziert immer wieder das A, viermal insgesamt, A hoch 4. Und damit wären wir eigentlich bei der Potenz, nämlich das Komplette, zum Beispiel 4 hoch 3, ist die Potenz bestehend aus der Basis, das, was unten sozusagen steht, und das, was oben steht, die Hochzahl, ist der Exponent. Als kleiner Test, was wäre 4 hoch 3 jetzt ausgeschrieben? Es wäre 4 mal 4 mal 4. Warum? Die 4 multipliziert, dreimal insgesamt muss die 4 da stehen. Ganz wichtig schon mal als Notiz wäre, wenn ich a plus a rechne, kommt 2 mal a raus. Warum? Es ist genauso wie 1 Euro plus 1 Euro sind 2 Euros. Also ist 1 a plus noch 1 a 2 a. Wenn ich aber multipliziere, dann kann ich auf die Potenzschreibweise gehen, a mal a, wir multiplizieren das Gleiche, es steht 2 mal da, also a hoch 2.